Hey Leute, willkommen zu einem weiteren Video. Wir hatten eine Frage zu Seitwärtsphasen und zu Ausbrüchen, wie man erkennt oder wie man sich verhalten soll, wenn Trades gegen einen laufen und wie man erkennt, ob ein Ausbruch nachhaltig ist oder nicht. Ich habe hierfür mal den S&P offen im 5-Minuten-Footprint-Chart und möchte euch das gerne einmal anhand eines Beispiels erklären. Und zwar, wir haben hier eine sehr schöne Seitwärtsphase in diesem Bereich. Es ist Stunde nach der Eröffnung, wir haben immer noch sehr viel Volumen. Wir sehen 20.000, 15.000, 18.000, 15.000, 11.000, 11.000, 14.000. Also relativ hohes Volumen noch pro Minute. Und es geht jetzt um Folgendes, um diesen Breakout hier aus der Seitwärtsphase und wie man erkennt, ob es weiter nach oben geht oder ob der Markt fällt, ob es ein Fehlausbruch war. Fangen wir mal an. Was sehen wir als erstes? Wir sehen, wenn wir uns die Kerze angucken, haben wir einen Doji, also eine Kerze mit einem kleinen Körper, mit Schatten oben und nach unten. Hiervor hatten wir das Ganze auch nochmal. Das ist immer, Schatten in Richtungen symbolisieren oft Schwäche. Das heißt, wenn man nach Price Action zum Beispiel handelt oder nach Kerzenanalyse, ist das schon ein Zeichen, wo viele Leute Angst bekommen und Gegensignale zu sehen und jetzt denken, oh, es ist vielleicht ein Fehlausbruch, ich gehe mal wieder raus. Und dann kommt danach, bam, der Ausbruch. Und der Markt läuft doch in die Richtung. Und jetzt geht es darum, wie kann man das erkennen und verhindern? Also, oder beziehungsweise erkennen, dass man nicht rausgeht und wenn der Trade nicht anläuft, wie kann man das Ganze erkennen? Und zwar geht das über das Volumen. Bedeutet, wir sehen hier, ist unsere Neckline. Das ist hier unser Ausbruchslevel. Was fällt auf, wenn wir uns das angucken? Wir haben hier Low Volume, Low Volume, Low Volume. Hier ein bisschen mehr Volume, steigt also an. Das heißt, der Bereich oben war die ganze Zeit, hier hatten wir natürlich auch Low Volume, der Bereich war die ganze Zeit dünn und dann vor dem Ausbruch fängt hier langsam an, dass sich das Volumen, dass wir ein Upshift haben, dass das Volumen im oberen Bereich ansteigt. Das kann zwei Sachen bedeuten. Sammelt sich hier immer mehr Volumen, können wir vielleicht wieder einen Rücksetzer bekommen in die Range rein. Wird dieses Volumen, also dieses Hoch hier aber gebrochen und es fließt weiterhin Volumen in den Markt rein, ist es sehr wahrscheinlich, dass wir uns langsam hochfressen. Es gibt zwei Arten von Breakouts. Einmal die schnellen Breakouts, die sich über sehr viele Imbalancen charakterisieren und die sehr schnell sind. Das hier ist eine sehr schnelle Bewegung und dann kommt erst wieder unsere Low-Volume-Phase, wo der Markt pausiert. In dem Fall, also das ist quasi der Musterausbruch. Da kann man rein, man weiß, dass man richtig liegt, der Markt nimmt Schwung auf und man geht raus, wenn der Markt wieder an Schwung verliert. Das ist quasi der schnelle Trade und der langsame Trade, wo man länger drin bleiben kann, wo es sich länger in eine Richtung frisst, ist der Trade, wo kontinuierlich einfach ein gleichbleibendes Volumen gehandelt wird und der Markt sich einfach langsam hochfrisst, bis er hier oben in eine Seitwärtsphase übergeht mit relativ konstanten Volumen. Bedeutet, wenn wir diesen Breakout hier handeln wollen, die erste Charakteristik, die interessant ist, ist diese Kerze hier. Die ist sehr klein. Wir haben einen deutlichen Abfall im Volumen. Und wir sehen hier unten kaum Volumen. Das heißt, das ganze Volumen konzentriert sich sehr, sehr weit oben. Okay? Und die Kerze danach hat gleichbleibendes Volumen, ungefähr gleiche Größe. Und wir sind wunderbar ausgebrochen, haben aber unser Delta 920 zu 380 extrem erhöht. Das heißt, das ist hier schon unsere Bestätigung, dass der Ausbruch sehr wahrscheinlich nachhaltig ist. Wir sind in unserem Volumenbereich geblieben, wir haben kein extrem angestiegenes Volumen. Die beiden Kerzen passen vom Verhältnis der Größe gut zueinander. Beide Kerzen sind positiv, wir haben einen hohen Delta-Anstieg und wir haben uns hier einfach langsam durchgefressen. Das heißt, die Stops, die hier lagen, und die Positionen, die geschlossen wurden, vielleicht auch neu eröffnet wurden, waren relativ gleich groß mit ein kleines bisschen mehr auf der Käuferseite von 1.000. Das kleine bisschen ist ein ganz, ganz großes bisschen. Bedeutet, das ist die Bestätigung. Wir fressen uns durch, Delta steigt sehr stark an und wir haben kontinuierlich Volumen, das sowohl was nachkommt, als auch die Stops, die geschlossen werden, werden aufgekauft und es wird nachgelegt und der Markt wird hochgepusht und auf keinen Punkt haben wir irgendeine Anormalität. Das heißt, das hier ist unsere Bestätigung, dass wir weiter steigen. Dann haben wir hier nochmal einmal einen kleinen Rücksetzer, haben quasi nochmal so den Pullback und dann fressen wir uns einfach weiter durch,
haben ab und zu sogar mal noch eine Imbalance gehabt, nehmen ein bisschen an Dynamik zu hier oben. Bei den letzten Hochs, wenn wir die überschritten haben, wird der Markt sogar schneller, gewinnt noch mehr an Dynamik. Und dann hier oben langsam bildet sich eine Volume Area raus. Wir sehen, bei der Kerze hier hatten wir nur noch 400 Delta, die danach hat sogar noch mal 1000er Delta gehabt. Aber wenn man sich die Kerze mal anguckt, die war schon sehr dünn am Top. Da kam nicht mehr so viel nach und wir haben, Point of Control ist sogar in der Kerze gesunken. Wir haben hier eine Seitwärtsphase mit sehr, sehr, sehr viel Volumen. Und das ist dann einfach für uns das Exit-Signal, dass wir aus diesem Trade rausgehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und die Erklärung. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.